Hallo zusammen, willkommen bei den digitalen Bildungswochen 2023, jetzt mit der Session GarageBand Podcast erstellen. Ich bin Christoph Nemeth und ich duze euch jetzt alle mal ganz frech. Hier kurz zu mir, ich bin Lehrer an der Villa Weversbusch, die ist in Velbert-Langenberg, das ist in der Nähe von Wuppertal und Essen. Meine Unterrichtsfächer sind Musik, Naturwissenschaften und Bio und Grafikdesign, also Kunst. Außerdem bin ich auch Referent für iPad-gestützten Unterricht im Allgemeinen und ich glaube sagen zu dürfen, dass ich mich mit GarageBand ganz gut auskenne. Am Anfang möchte ich euch noch mal kurz was sagen. Ich glaube, vor 2 Wochen war die Session mit GarageBand. Da habe ich GarageBand im Allgemeinen erklärt. Für die, die dabei waren, die kennen das hier schon, dieses Slide, was also grundsätzlich alles möglich ist. Wir beschäftigen uns jetzt aber im Speziellen nur mit dem Fettgedruckten. Ganz knapp vor unten, Podcasts, Hörspiele machen wir jetzt nicht, aber für das, was ich euch jetzt gleich erkläre, könntet ihr auch schon mit Hörspielen loslegen. Und weil die Zeit knapp ist, wechseln wir jetzt direkt schon rüber zu GarageBand. Wenn ihr GarageBand geöffnet habt, sieht das vielleicht nicht ganz so aus wie bei mir jetzt, weil ihr wahrscheinlich noch keine Sessions drunter habt. Ihr seht hier jetzt auf der linken Seite wird bei mir alles angezeigt, was auf meinem iPad ist. Ich habe das jetzt mal gemacht. In der Regel arbeite ich in der Cloud, würde ich auch allen empfehlen, weil wenn das Gerät kaputt ist, sind Dinge, die auf meinem iPad gespeichert sind, auch weg. Aber jetzt glaube ich, wegen der Datenrate und allem, habe ich das Gefühl, obwohl ich kein Techniker bin, dass es besser ist, wenn ich auf meinem iPad arbeite. Ich starte also mal mit Song erstellen und dann sieht das am Anfang gleich so aus. Ich mache jetzt, nur damit ihr nochmal wisst, wo das jetzt hier hinführt. Gleich erkläre ich, wie ich so einen Podcast mache und ich mache mit euch gleich einen, beziehungsweise ihr schaut zu. Das ist jetzt kein Mitmach-Workshop, weil die Zeit recht knapp ist, muss ich da recht zügig durchgehen. Aber ich will am Anfang in den ersten 5 Minuten nur noch mal ganz kurz auf GarageBand eingehen, dass ihr überhaupt seht, wo hier was ist. Also wenn man das öffnet, kommt man hier in dieses horizontale Scrollmenü. Das ist so eine Endlosschleife, da kommt man irgendwann wieder da an, wo ich begonnen hatte. Beim Audio-Recorder, der ist standardmäßig dann immer ganz am Anfang. Und hier oben kann man Live-Loops und Spuren einstellen. Wir bleiben jetzt bei Spuren, das ist auch standardmäßig so. Und dann klicke ich jetzt hier als erstes auf den Audio-Recorder drauf. Brauche länger, als ich das eigentlich gewohnt bin. Dann schließe ich das doch glatt nochmal und öffne GarageBand nochmal. Ja, sollte so schnell gehen. So, und dann sieht das hier so aus. Und jetzt kommen gleich ein paar Sachen, die ich euch am Anfang sagen muss, die bei mir ganz zu Beginn, als ich mit GarageBand gearbeitet hatte, ein paar Kopfschmerzen gemacht hatten. Denn man muss jetzt, bevor man loslegt, wichtigerweise einige Sachen einstellen. Das erste ist hier oben, was ihr hier seht. Das ist das Metronom. Wenn es so wie jetzt blau ist, heißt es, das Metronom ist an. Wenn ich also jetzt schon eine Aufnahme starten würde, das ist der Aufnahmeknopf, dann macht dieses Metronom dieses Klick-Klack-Klack-Geräusch, also Klick-Klack-Klack-Klack natürlich bei einem Viervierteltakt und der wäre mit auf der Aufnahme drauf. Das will ich natürlich nicht, also muss ich zuallererst einmal draufklicken, sodass das Metronom nur noch weiß erscheint und dann habe ich diese erste Fehlerquelle schon mal behoben. Dann sieht man hier unten Drehregler. Diese Drehregler sind auch Voreinstellungen von GarageBand. Der Vocal Hall zum Beispiel, das ist ein Effekt, dass ein bisschen Hall auf der Stimme addiert wird. Also Hall heißt, wenn ihr jetzt in der Kirche redet oder sowas, ne? Dass es so einen leichten Nachhall von der Stimme gibt. Der Nachteil hierbei ist so ein bisschen, finde ich, dass eine Schule an sich ja eh schon hallig ist. Also brauche ich diesen Vocal Hall nicht. Ich kann zum einen draufdrücken und nach unten ziehen. Ich kann aber auch doppelklicken und dann ist das auch flat. Also dann ist die Einstellung so, dass der Effekt nicht da ist. Auch hier den Ton möchte ich gar nicht haben und den Kompressor möchte ich auch nicht haben. Ich möchte aber kurz erklären, was ein Kompressor ist. Ihr müsst euch vorstellen, man spricht ja recht dynamisch. Mal lauter, mal leiser. Und in den leiseren Passagen ist es in der Aufnahme, wenn kein Kompressor drin ist, sind die schlechter verständlich. Und mir hatte mal ein Freund, als ich noch nicht so in der Audiowelt drin war, erklärt, was ein Kompressor eigentlich ist. Und das hatte ich so gut verstanden, dass ich euch das jetzt auch mal so erklären möchte, wie er mir das erklärte. Stellt euch einen kleinen Menschen am Lautstärkeregler vor,
der immer dann die Lautstärke nach oben zieht, wenn ihr leise sprecht, und wieder ein bisschen runterzieht, wenn ihr lauter werdet, sodass die insgesamt Lautstärke gut hörbar ist, aber trotzdem man hören kann, wenn jemand flüstert oder nicht. Ich möchte aber auch den Kompressor jetzt erstmal ganz unten haben. So, das sind die ersten Einstellungen, und jetzt kommt auch noch ein ganz wichtiger Punkt hier bei dem Plus. Wenn man da drauf klickt, dann steht hier Songabschnitt, Abschnitt A, 8 Takte. Das müsst ihr jetzt erstmal so hinnehmen. Wenn ich da drauf klicke, heißt das, dass hier 8 Takte, meine Session, die ich jetzt geöffnet habe, die ist automatisch erstmal 8 Takte lang. Hier oben, das hier, das wie so ein Lineal anmutet, das ist Taktlineal. Das zeigt mir den ersten Takt an, hier bei der 2 beginnend bis dahin, das ist der zweite Takt, hier der dritte und so weiter bis zum achten. Ich erkläre euch das jetzt deswegen, weil standardmäßig dieser Automatisch-Regler nicht angestellt ist. Wenn er angestellt ist, sieht es so aus. Und es steht hier unten drunter etwas, aber ich sage es euch einfach, dann müsst ihr es nicht lesen. Ich muss den zwingend anmachen, denn wenn ich den nicht anmache, dann endet meine Session direkt nach dem achten Takt. Das heißt, wenn ich etwas aufnehmen würde, dann sieht, ich mache es einfach gleich mal, Moment, dann seht ihr das. Ich nehme jetzt mal den Cursor und lege ihn hier jetzt mal hin und jetzt drücke ich auf Record und dann kann ich jetzt was aufnehmen. Jetzt zählt er runter. Und jetzt nehme ich irgendwas auf. Ihr seht, da wird das jetzt rot. Aber wenn der jetzt beim Ende des achten Taktes ist, zack, hört die Aufnahme auf. Ich kriege aber nirgendwo irgendwo eine Mitteilung, dass meine Aufnahme gestoppt ist. Und das hat meine Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Tagen, als ich noch nicht so fit war, einiges an Nervenkosten gekostet. Weil, könnt ihr euch vorstellen, dass das relativ blöd ist, wenn man sagt, okay, ich nehme das jetzt auf. Und dann nehmen die auf und sprechen eine Viertelstunde rein, geben sich die größte Mühe und danach wollen sie sich die Aufnahme anhören und stellen fest, ja Moment, das hat ja nach den ersten, weiß ich nicht, 8 Takten schon automatisch aufgehört. Man kriegt keine Rückmeldung von GarageBand in dem Moment. Heißt, wenn ihr aufnehmt, müsst ihr zuerst hier oben bei dem Plus gehen auf 8 Takte. Dann könnt ihr entweder manuell die Session verlängern, hochschrauben, indem ihr einzeln klickt. Könnt aber auch, das mache ich jetzt mal mit dem Finger, hochziehen. Bis sonst wohin. Also einmal dieses Dreieck da berühren und hochziehen oder auch runterziehen, da geht das auch. Da ich jetzt aber noch nicht weiß, wie lange meine Session sein wird und wie viele Takte ich brauche, stelle ich jetzt automatisch ein. Das heißt, ich mache jetzt nochmal die Aufnahme ab hier. Ups. So, jetzt nehme ich irgendwas auf und jetzt seht ihr, wenn er am Ende des achten Taktes ist, hört er nicht auf, sondern die Session verlängert sich automatisch. So lange, bis ich irgendwann wieder den Record-Button zum Stoppen drücke oder eben den Stopp-Button. Das ist also super wichtig, dass man diese Einstellung am Anfang macht. Ich fasse nochmal zusammen. Man öffnet das, dann sind hier so ein paar Voreinstellungen, die möchte ich aber alle nicht haben. Entweder per Doppelklick drauf, ups, hatte ich es nicht ganz erwischt, dann sind die flat, so sagt man das, dann sind also keine Effekte drin. Und hier bei dem Plus muss ich bei Abschnitt draufklicken und den Schieberegler auf grün stellen, sodass die Session so lang geht, wie meine Aufnahme läuft. So, jetzt gehen wir aber gleich mal hier drüben in die Spurenansicht. Dieses Icon hier, was ich immer so wie ein Fernseher mit zwei Boxen meinen Schülern erkläre, das soll so ein Piktogramm dafür sein, für die, ich klicke einfach drauf, dann seht ihr das, das soll das hier sein. Na, dieses horizontale Scrollmenü. Der daneben, das hier, das nenne ich immer die Mauer, das ist das Icon für die Spurenansicht. Und das ist so ziemlich das Herzstück. Damit arbeiten wir jetzt gleich. Ich lösche nochmal das hier. Kann ich euch gleich mal zeigen, wie man das löscht. Im Moment habe ich ja keine Option, wie ich das hier lösche. Und bei GarageBand und auch bei vielen anderen Apps ist es oft so, dass viele Zusatzmenüs erstmal ausgeblendet sind, damit man den Bildschirm entschlackt hat und nicht überfordert ist. Ich klicke also einmal drauf und sage, jetzt ist dieser Clip ausgewählt. Und wenn ich ihn jetzt nochmal anklicke, dann wird mir das Menü angezeigt. Dann kann ich das ausschneiden, kopieren oder eben löschen und loopen und alles Mögliche machen. Das will ich jetzt mal löschen. So, wir fangen jetzt also mit einem Podcast an. Ich nenne den jetzt mal Digitale Bildungswochen der Podcast. Ich spreche jetzt also zuerst mal rein. Das Mikrofon am iPad befindet sich am Rand auf der Seite der Kamera. Also das ist gegenüber vom Home-Button. Ne? Also wenn man auf der einen Seite, je nachdem wie ihr das iPad haltet, ist der Home-Button und auf der genau gegenüberliegenden Seite des iPads ist die Kamera. Und dort auf der Kameraseite ist dann
am seitlichen Rand so ein kleines Loch. Und dieses Loch, das ist das Mikrofon vom iPad. Da spreche ich jetzt also rein. Es ist also sinnvoll, dass ich mich eher dieser Seite des iPads nähere, um eine bessere Qualität zu haben. Auch wichtig ist, dass ihr den Schülerinnen und Schülern sagt, dass sie bei einer Aufnahme mit dem iPad, das halten die ja dann meistens in der Hand, nicht viel umgreifen. Die müssen das iPad also entweder irgendwo fest hinstellen, das wäre das Idealste. Wenn sie es aber in der Hand halten, sollten sie sich selber immer wieder sagen, ich darf nicht nochmal umgreifen, weil diese Umgreifgeräusche auf dem Gehäuse des iPads, die merkt das sehr empfindliche und feine Mikrofon sofort und dann kommen diese Störgeräusche. Das merkt ihr nicht, während ihr reinsprecht oder umgreift, aber auf der Aufnahme ist es dann. So, jetzt spreche ich also erstmal rein. Was mache ich jetzt? Ihr habt ja eben schon gesehen, das ist der Record-Button. Wenn ich draufklicke, dann wird von 4 runtergezählt. Und jetzt spreche ich erstmal mein Intro rein. Digitale Bildungswochen, der Podcast. So, das ist jetzt erstmal der Name meines Podcasts. Den habe ich jetzt hier stehen, hier am Anfang. Ihr seht ja schon bei der Wave-Datei, da fange ich an zu sprechen und hier ende ich das wieder. Aber die Aufnahme ist viel länger, also muss ich ja jetzt schon schneiden. Also wähle ich wieder einmal den Clip aus, drücke ihn nochmal, dass das Menü kommt und dann steht hier Teilen. Dieses Teilen ist aber recht irreführend. Dieses Teilen meint nicht, den Audioclip jemand anderem zusende, wie das ja sonst in der Apple-Umgebung ist. Das meint eher ein Schneiden. Also es wäre ein bisschen sinnvoller, würde hier Schneiden stehen. Wenn ich auf Teilen also klicke, dann bekomme ich so eine Schere und diese Schere kann ich jetzt nach rechts und links bewegen, erstmal da, wo ich schneiden will. Und ihr seht, die bewegt sich nur in diesem Raster. Ich möchte aber rasterlos schneiden, also muss ich näher ran, so mit dieser Zwei-Finger-Technik gehe ich so nah ran, bis hier steht am Raster ausrichten, Doppelpunkt aus. Jetzt fasse ich nochmal hier die Schere an. Und jetzt seht ihr, jetzt kann ich total stufenlos schneiden. Und hier möchte ich rein und dann nehme ich die Schere und ziehe sie nach unten. Jetzt klicke ich mal weg und jetzt seht ihr, das ist ein einzelner Clip und das. Ich habe also den ersten Schnitt gemacht. Den will ich jetzt löschen, einmal auswählen, nochmal draufklicken, löschen. Ich habe aber auch noch eine andere Option. Ich zoome ein bisschen raus, indem ich einfach, ich könnte jetzt hier wieder die Schere nehmen und hier schneiden am Ende dieses Intros. Ich kann aber auch einfach einmal draufklicken und an diesen dickeren weißen Rand zurückgehen. Das ist auch wieder in diesem Raster, wie ihr seht. Und wenn ich das Raster losmachen möchte, zoome ich wieder richtig ran. Und dann kann ich hier wieder so genau dahin, wo ich will. Wir hören uns das mal kurz an. Hier oben bei dem Taktlineal lege ich meinen Cursor hin. Ab da will ich jetzt hören. Ich drücke Play. Digitale Bildungswochen, der Podcast. Ah, seht ihr, da habe ich schon falsch geschnitten. Fehlt schon was. Ich bin jetzt selber ein bisschen irritiert, warum das so klingt wie ein Telefon, aber das scheint wohl daran zu liegen, dass wir gerade in der WebEx-Session sind. Also zumindest hat sich das beim Abspielen bei mir gerade angehört wie so ein Telefon. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch anhört. So, ich gehe hier auch ein bisschen lang. Als nächstes brauche ich natürlich eine Intro-Musik für den Podcast. Und da bediene ich mich dann der Apple Loops. Das ist dieses Looping-Symbol hier. Diese Apple Loops, das hätte ich eingangs sagen müssen, die kriegt ihr über die Library. Pardon, dass ich das jetzt am Anfang nicht gesagt habe. Ich switch jetzt also hier rüber nochmal in unser Grundmenü und zeige euch erstmal, wo man die Apple Loops herbekommt. Ich wähle also so lange, bis ich bei der Sound Library bin, klicke einmal drauf und ich habe halt schon alles runtergeladen und wenn ihr das erste Mal habt, ist hier immer so eine Art Banderole oder wie man das nennt, drum und da steht dann neu. Und da steht drunter Laden, Vorhören oder und Laden oder sowas steht dann da und bei mir sind die alle geladen. Die sind alle kostenlos, die sind halt insgesamt extrem qualitativ und deswegen halt auch verbrauchen den großen Speicher, weswegen die nicht standardmäßig vorgeladen sind, weil die sonst euer iPad von Anfang an schon ziemlich zumachen würden, den Speicher zumachen würden. Ich empfehle euch aber unbedingt, schaut euch die an, holt euch die, ladet euch die rein. Und wenn ihr die dann geladen habt, ich habe das ja schon gemacht, dann klickt man hier auf dieses Looping-Symbol und dann kann man hier, bekommt man erstmal standardmäßig alle angezeigt. Moment, ich hatte hier noch im Suchfenster was stehen. Dann bekommt man alle hier unten angezeigt, die man bereits runtergeladen hat. Und jetzt hat man hier die Möglichkeit, erstmal so per Eingabe etwas einzugeben und zu suchen. Man kann aber auch
nur nach Instrumenten suchen lassen oder nach Genres oder nach Beschreibungen. Und da ich jetzt einen ganz schnellen Podcast mit euch machen möchte und die Intro-Musik halt, ich will die jetzt nicht großartig bauen mit mehreren Spuren, sondern mir reicht jetzt, dass ich einen Apple-Loop nehme, drücke ich jetzt hier mal auf was Melodisches, gehe wieder zurück und jetzt werden mir hier unten nur noch die Melodischen angezeigt. Und weil ich mich jetzt aber auch nicht durchhören möchte, habe ich das vorhin schon mal gemacht und dann habe ich gedacht, was hatte ich da? All the Soul Intro Nummer 06, das fand ich irgendwie gut für so ein Intro. Das nehme ich jetzt per Drag and Drop, fasse das an und schiebe es mir hier drüben in die Session. Da ist das jetzt. Jetzt möchte ich aber mir das gleich mal anhören, damit ihr wisst, was da los ist. Ich will aber das gesprochene Wort von mir erstmal stumm schalten. Ich gehe also hier an den Rand und ziehe mit dem Finger in die Mitte des Bildschirmes. Dann öffnet sich das hier gerade, ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders nennen soll. Und jetzt schalte ich das hier mal stumm. Diese Spur, die erste Spur, ist jetzt also stumm geschaltet. Der Audioclip ist jetzt ausgegraut. Wenn ich das drücken würde, also diesen Kopfhörersymbol, hieße das, egal wie viele Spuren hier runterwärts noch kommen würden, ich höre diese Spur solo. Ich will aber genau die jetzt stumm schalten. Und jetzt hören wir uns mal ganz kurz diesen Loop an, für den ich mich entschieden hatte. So, fand ich jetzt irgendwie schön, treffend für so einen Anfangspodcast. Und ich will natürlich aber nicht sofort hier meine Stimme hin, sondern die soll erstmal so hier hinkommen, irgendwo da. Jetzt mache ich die wieder an. Ich fahre das nochmal ab. Digitale Bildungswochen, der Podcast. So, und jetzt hört ihr, man hört mich halt nicht. Die Musik ist viel lauter als mein gesprochenes Wort. Das ist alles nicht so gut. Ich habe einmal die Möglichkeit, dass ich jetzt hier ein bisschen lauter werde. Das ist die Lautstärke für nur diese Spur. Ich habe aber auch die Möglichkeit, dass ich hier drauf klicke, also auf diese Audioregion, wenn ich hier, Moment, so, die ist jetzt erstmal nicht ausgewählt. Ich wähle sie aus, drücke nochmal drauf, dann kommt das Menü. Ich gehe auf Einstellungen und hier kann ich auch mal nochmal nur den Pegel für diese eine einzige Audiodatei erhöhen. So, jetzt habe ich dem 3 Dezibel gegeben. Das ist ein bisschen was. Wenn ich hier die Lautstärke verändere, dann verändere ich die ja für alle Audioclips, die in dieser Spur liegen. Hier liegt jetzt gerade nur einer, aber würden hier zwei, drei liegen, wären die alle lauter. Wenn ich aber das über die Einstellungen mache, einmal und nochmal und dann Einstellungen, dann verändere ich nur die Lautstärke dieses einzelnen Clips. Na, das ist schon mal der Unterschied. Das wird aber wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Wir hören mal. Digitale Bildungswochen, der Podcast. Also dieses Knarzgeräusch und diese leichten Übersteuerungen, die kommen jetzt ganz sicher von der Webex-Session. Normalerweise ist das, wenn man da nicht nochmal zugeschaltet ist, irgendwo anders viel qualitativer, das vorweg. Ich muss jetzt also die Lautstärke von dieser Datei, die muss ich ab dem Moment, wo hier mein gesprochenes Wort kommt, muss ich die runterfahren. Also unter Profis nennt man das Ducking. Nur, dass ihr das mal gehört habt, den Begriff. Ich muss also jetzt eine Automation setzen. Ich will ja nicht insgesamt die Lautstärke runterfahren, dann wäre ja auch das Intro leiser, sondern ich will sie erst dann runterfahren, wenn hier meine Stimme kommt. Das heißt, ich mache das mal zu. Nee, ja, ich mache das zu. Ich wähle die Spur aus. Die ist ja jetzt schon ausgewählt, die Spur, deswegen ist die hier so hellgrau. Dann klicke ich nochmal drauf und dann kommt da nämlich auch ein Menü zum Vorschein. Und hier steht Automation. Da klicke ich drauf. Jetzt muss ich hier oben den Stift mal anmachen. Und jetzt kann ich hier, ihr seht ja hier so eine lange Kennlinie, die ist die ganze Zeit gleich flat auf einer Ebene. Dann kann ich jetzt hier Automationspunkte setzen. Zack, zack. Zack, zack. Und jetzt kann ich diesen Automationspunkt runtersetzen. Das bedeutet, die Lautstärke ist hier so und ab hier wird es leiser. So, das muss natürlich dann auch hier leiser werden. Das heißt, ich habe dem Ganzen ein bisschen Raum geschaffen. Und gehe ab dem Moment, kurz bevor meine Stimme kommt, gehe ich hier mit der Gesamtlautstärke nur der Audiodatei hier runter für die bessere Verständlichkeit der Sprache. Das bestätige ich jetzt. Ach so, wenn ich mich verklickt habe und der Punkt zu früh kommt, klicke ich einfach auf den Punkt drauf und dann ist er ganz weg. Also wenn ich einen Punkt setze, kann ich den nach, jetzt muss ich kurz überlegen, vertikal hoch runter gehen. Ich kann den jetzt aber nicht horizontal verschieben, den Punkt, sondern nur nach oben und unten. Ich versuche mal wieder die 0 Dezibel zu erwischen.
Und wenn ich aber einen Punkt mal falsch gesetzt habe, hier den zum Beispiel, dann klicke ich nochmal da drauf, dann ist er wieder weg. So, wenn ich mir dann sicher bin, dass das alles gut ist, drücke ich hier auf Fertig. Und jetzt seht ihr, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ganz klein die Kennlinie hier. Ab hier geht die runter und dann geht die da weiter. Wir hören uns das mal an. Digitale Bildungswochen, der Podcast. So, das ist schon mal gut. Ich ziehe jetzt nochmal hier von, ich gehe jetzt hier an die Seite, lege meinen Finger drauf und ziehe es nochmal in die Mitte des Bildschirms. Und jetzt seht ihr hier auch, hier ist plötzlich so ein gelber Kringel um den Lautstärke-Knopf. Hier ist er nicht. Das heißt also, hier gibt es keine Automation, hier ist nichts geschrieben und hier ist aber eine. Ihr seht, wenn ich das nochmal abfahre, ab hier, dann achtet mal bitte hier auf diesen Punkt hier. Digitale Bildungswochen, der Podcast. So, dann fährt er da automatisch runter. Ich habe also eine Lautstärke-Automation habe ich jetzt erstellt. So nennt man das. So, ich mache das wieder mal zurück. Ich zoome ein bisschen aus der Session raus. Ach so, kann ich noch gar nicht, weil im Moment ist meine Session nur 4 Takte lang. Die würde sich jetzt automatisch verlängern, wenn ich weiter aufnehme. Ich will jetzt aber länger machen, ohne dass ich aufnehme, weil ich hier an dieser Audiodatei noch was machen möchte. Ich drücke also auf das Plus und mache jetzt das automatisch wieder weg und gebe dem Ganzen einfach mal so ein bisschen, weiß ich nicht, ich gebe ihm noch mehr. Das ist zu viel. Ich gebe ihm mal 35 Takte. Jetzt ist das länger. Jetzt hat er automatisch hier, ihr seht ja immer so Einkerbungen hier, ne? Diese Einkerbungen heißen, dass dieser Apple Loop, der geht eigentlich nur von hier bis hier und ab hier wiederholt er sich. Er wird also geloopt. Ich will den aber jetzt nicht die ganze Zeit haben. Ich könnte jetzt also schneiden oder ich klicke einmal drauf, gehe an den äußersten Rand und ziehe mir das wieder zurück. So, und jetzt möchte ich hier ja langsam anfangen mit dem, was ich so erzähle, worum es heute in dem Podcast geht. Und die Musik soll nicht mit einmal weggehen, sondern die soll so ganz leise komplett wegfaden. Also habe ich einmal diese Spur ausgewählt, klicke nochmal drauf, öffne wieder die Automation, setze hier wieder, gehe hier oben wieder erstmal auf den Stift, dass ich Automationspunkte setzen kann, klick eine an, ziehe das runter, den hier hinten muss ich löschen. So, und ab hier fadet dann mein Musikstück komplett weg. Das bestätige ich wieder rechts mit Fertig. Und jetzt hört sich das so an. Digitale Bildungswochen, der Podcast. Und jetzt ist so der Moment, an dem ich jetzt meine Zuschauer begrüße. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich spreche jetzt mal irgendwas rein. Ich habe nicht großartig was vorbereitet. Es kann sein, dass das, was ich jetzt hier reinrede, ein ziemlicher Murks ist, aber es geht ja ums Prinzip. Willkommen bei der heutigen Folge des Podcasts Digitale Bildungswochen. Es geht um dies und um das. Eigentlich wird hier über GarageBand geredet. Und ich werde auch gleich nochmal rüberschalten in ein vorher aufgenommenes Interview. Da möchte ich euch nämlich damit gleich zeigen, wie man externe Sounds in GarageBand implementieren kann. So, jetzt wieder die Aufnahme. Stopp das. Jetzt gehe ich hier wieder auf das Mauersymbol, damit ich wieder in der Spurenansicht bin. Und jetzt hat er das dooferweise, das war jetzt mein Fehler, hier auf die Audiospur mit aufgenommen. Das war jetzt mein Fehler deswegen, weil ich habe auf Record gedrückt und hatte aber vorher diese Spur ausgewählt. Ich hätte diese auswählen müssen, dann wäre der Audioclip hier. Ist aber nicht schlimm. Ich fasse ihn an und ziehe ihn hoch. Den fasse ich an und mache ihn wieder lang. Und ihr seht, die Automation ist trotzdem geblieben. Na, ich hatte das so hier. Genau. So, jetzt zoome ich mal wieder ein bisschen näher ran mit der Zwei-Finger-Technik. Und irgendwann hier möchte ich jetzt ja meine Sachen sprechen. Bei der heutigen Folge, das hört sich ja wirklich gruselig an, aber das liegt ganz sicher an unserer Session hier. Podcast Digitale Bildungswochen, es geht um dies und um das eigentlich. So, jetzt habe ich hier meinen Inhalt erzählt und jetzt habe ich euch ja gerade eben schon vorweg bei der Aufnahme gezeigt, ich möchte jetzt noch einen externen Sound mit reinladen. Das ist nämlich total super, das zu machen, weil ich mit meinen Schülerinnen und Schülern das oft so mache, dass ich die rumschicke. Die sollen dann auch Interviews machen. Da kann man ja die verschiedensten Möglichkeiten machen. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Schule so eine Clublandschaft, also wie so AGs heißt das ja auch in anderen Schulen.
Und da gehen die dann immer in die anderen AGs rein, interviewen die, na, was macht ihr da und was gefällt euch da und was nicht. Und daraus schneiden wir dann auch immer so Podcasts zusammen. Da lernen die dann auch nebenbei ganz wunderbar mal so eine Interviewführung und dass man nicht ins Wort fällt, dass man die Fragen geschickt stellt, dass man da nicht dringend mit Ja oder Nein nur antworten kann, sondern dass die Frage mit aufgegriffen wird. Also da lernt man auf allen Ebenen noch eine ganze Menge mehr. Wir holen jetzt mal einen rein. Und zwar muss ich jetzt mal wechseln. Ich wechsle jetzt, Moment, ich drücke den Home-Button und ich wechsle jetzt hier auf Dateien. Jetzt kam ich nicht auf das Wort. Das hatte ich auch vorbereitet. Hier habe ich einen Podcast mit einer Kollegin. Oh, ich nehme den Herr Funk. Jetzt nehme ich den. Das liegt also irgendwo bei mir. Ich bin jetzt also in Dateien, gar nicht in GarageBand. Ich will aber diese Datei, die ich extern irgendwo aufgenommen habe, die will ich jetzt in GarageBand importieren. Und dann muss ich jetzt hier auf das Exportierfenster gehen und muss sagen, in Dateien sichern, auf meinem iPad, GarageBand, GarageBand File Transfer. Jetzt klicke ich auf Sichern. Jetzt wechseln wir mal wieder rüber zu GarageBand und jetzt seht ihr gleich hier, zack, da ist eine weiße 1 auf blauem Grund plötzlich bei dem Looping-Symbol gekommen. Da klicke ich jetzt drauf und eben gerade haben wir uns ja die Apple Loops angeguckt. Na, ihr erinnert euch, da habe ich euch die ganzen Apple Loops gezeigt. Ich hatte hier bei Beschreibung melodisch eingegrenzt. Das muss ich übrigens, wenn ich das wieder löschen möchte, drücke ich hier auf X, dann sind wieder alle Loops da, die ich sehe. Ich will jetzt aber die externen Dateien holen. Und da haben wir jetzt gerade das hier reingeholt. Die anderen sind da drin, weil ich die irgendwann mal geholt habe. Und die drag and drop ich jetzt hier rein. Und dann ist sie drin. Und jetzt seht ihr hier auch an dem Ausschlag der Wave, das ist ja eine Aufnahme, die ist ein bisschen leise. Das heißt, ich könnte einerseits wieder hier ein bisschen lauter machen. Ups, jetzt seht ihr das nicht, wo ich war. Hier ein bisschen lauter machen. Ich könnte aber auch hier wieder über Einstellungen gehen. Und dann habe ich eine externe Datei mit eingefügt, wie man externe Sounds in GarageBand implementieren kann. Hallo, wir sind vom Villa Weber's Bush Podcast und wir stehen jetzt vom Science Club und mal gucken, was da drin passiert. Na, jetzt habe ich was Externes eingefügt. Jetzt sind hier noch ganz viele Störgeräusche mit drin und das eigentliche Interview taucht viel später auf. Jetzt habe ich aber auch gleich noch eine neue wunderbare Fehlerquelle, denn ich hatte ja eben eingestellt, dass meine Session 33 Takte lang sein soll. Diese Aufnahme, die ich hier drin habe, die ist aber weit länger als die 33 Takte. Die ist aber hier jetzt abgeschnitten. Ich kann jetzt zoomen, wie ich möchte. Die Aufnahme ist nicht länger. Wenn ich sie mir zum Beispiel nach links schiebe, dann kann ich das noch öffnen. Ne? Das ist aber ein bisschen sperrig. Wenn ich aber will, dass die Session genau so lang wird, wie die Aufnahme, die ich reinlege, hätte ich wieder hier oben vorher beim Plus auf automatisch gehen müssen. Dann wäre die Session jetzt viel, viel länger gewesen. Ich mache das einfach mal, weil es mir jetzt die Arbeit ein bisschen erleichtert. Ich lösche das also nochmal und hole mir den Sound nochmal rein. Was war das? Club Interviews, Herr Funk. So, und jetzt seht ihr, jetzt nehme ich mal die Zwei-Finger-Technik, zoom raus. Jetzt habe ich plötzlich eine riesenlange Session. Denn das eigentliche Interview taucht ja vielleicht irgendwann hier erst auf. Ab hier will ich also schneiden. Einmal auswählen, nochmal auswählen. Das Teilen, das eigentlich Schneiden heißen sollte, auswählen, die Schere nehmen und nach unten ziehen. Den ersten verkürze ich jetzt. Das Intro fand ich ja gut und das Interview von Herrn Funk lege ich jetzt hier dran. Ne, noch schneller. Und sonst noch hier in diesem Knopf. Naja, wir machen ja nicht nur Wettbewerbe, sondern... So, und jetzt könnte ich halt ganz viel schneiden und alles Mögliche machen. Und am Ende will ich natürlich auch wieder raus aus der Session, aus meinem Podcast. Und dann nehme ich halt natürlich die gleiche Musik, wie sie hier war. Drücke nochmal drauf, kopieren, nehme mir den Cursor. Hier ist jetzt beispielsweise der Podcast zu Ende. Drücke wieder drauf, nochmal einsetzen. Jetzt habe ich hier meine Musik auch wieder. Hier muss ich aber die Automation wieder fahren, weil die ja jetzt ganz unten ist. Also drücke ich nochmal drauf. Auf Automation, lösche, Entschuldigung, muss hier oben wieder den, ich weiß, ich bin schnell, also auch wenn ich jetzt nicht sehe, wie ihr das gerade findet, aber ich beim Zuhören merke ich selber, das ist alles ganz schnell, aber es ist einfach wenig Zeit für viel Holz.
So, jetzt habe ich mein Outro gemacht. Abbrechen. Ja, ne? Und am Ende kommt jetzt hier diese Outro-Musik. Ab da kommt die. Vielen Dank. So, jetzt ist mein Podcast fertig. Und der Rest, ihr habt ja gesehen, ich habe eine extrem lange Session. Die geht ja jetzt bis 353 Takten und so weiter. Ich will ja aber nur das exportieren. GarageBand checkt das aber. Die Stille hier checkt es. Das reicht also. Ich muss die jetzt nicht verkürzen. Ich bin jetzt fertig mit meinem Podcast. Und ich will das jetzt den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Drück also hier einmal auf dieses, hier oben auf dieses weiße Blatt mit der abgeknickten Ecke. Jetzt heißt das Mein Song. Da klicke ich lange drauf. Zuerst benenne ich das um. Jetzt klicke ich nochmal da ganz lange drauf. Und jetzt ist dieses Teilen aber das andere Teilen, das, was wir alle unter Teilen verstehen. Als Song nehme ich das. Klingelton habe ich noch nie benutzt. Weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Projekt heißt, ich rechne das nicht als eine MP3 raus oder als was anderes, sondern ich gebe das als ganzes Projekt jemand anderem weiter. Der hat dann alle Einzelspuren dann wieder für sich erkenntlich sichtbar und kann dann da nochmal rumschieben und was anders machen. Ne? Ich will das jetzt aber, mein Podcast ist fertig, ich will den jetzt fertig exportieren. Ich klicke also auf Song und dann werden mir hier Qualitätsstufen angezeigt. Hohe Qualität ist standardmäßig ausgewählt, die nehmt ihr bitte auch. Bitte nehmt nie geringere Qualität, 64 Kbit pro Sekunde, das ist wirklich ein Graus. Mittlere Qualität, ja, okay, aber hohe Qualität finde ich so Standard. Höchste Qualität, ich bin ehrlich, ich höre da keinen Unterschied, auch nicht im direkten Vergleich. Und ab hier ist für den schulischen Gebrauch eigentlich gar nicht mehr notwendig. Das sind unkomprimierte, also nicht zusammengerechnete Files. Das heißt, ihr würdet einfach unnötig viel Speicher verlieren dadurch. Also hohe Qualität auswählen. Ihr könnt ja dann noch Metadaten einfügen, auf Teilen klicken. Und dann kann man das in Dateien sichern oder gleich per AirDrop verschicken oder per iMessage verschicken. Und wenn ich das jetzt in Dateien sichere, ich mache das jetzt aber mal nicht, dann werde ich gefragt, wo willst du es denn hinterlegen? Wie soll es denn heißen? Das ist recht selbsterklärend, das könnt ihr gerne mal so ausprobieren. Und dann wird das dort hinterlegt, wo ich das möchte. So, jetzt bin ich mit meinem super Crashkurs durch.